Als ich sagte, hau rein, meinte ich das Beladen des Wagens, nicht deinen Magen. Tut mir leid, Danessa. Wir sind hinterm Zeitplan. Flick, wir haben noch einiges zu tun. Mal wieder. Sprint, sagt mir bitte, dass das Chaos vom letzten Jahr nicht schon wieder ausbricht. Du hast recht. Solange Bree das Sternmobil zum Laufen bringt, wird alles gut und niemand muss sich Sorgen machen. Glitzerchen, Kerzen, fertig, Sprint? Ja. Der Moment der Wahrheit. Mal sehen, ob das schimmernde Schneeflocken-Sternenmobil jetzt bereit zum Abrocken ist. Na los! Was ist denn los mit dir, du blödes Ding? Das gibt's nicht! Wir werden nicht einfach aufgeben, Danessa! Oh nein! Na los! Wow. Unsere Freunde nehmen die Aufgaben wirklich ernst, Sprint. Vielleicht sollte ich mich ein wenig beruhigen. Oh, danke an alle, die im Planungskomitee der schimmernden Schneeflocken-Sternenshow sitzen. Ja. Ich habe viel von euch abverlangt, aber ihr habt mich nicht enttäuscht. Felicity, ich weiß, du hast dein Bestes gegeben. Halt, wo ist Felicity? Köstliche Kastanien im Anmarsch! Oh, danke, ihr zwei. Sprint, streiche Snacks von der Liste. Und damit haben wir alle Punkte auf der Strategie- und Planungscheckliste für die schimmernde Schneeflocken-Sternenshow abgehakt. Oh, die funkige Festbeleuchtung! Oh nein! Ich habe mich so sehr um die Aufgaben der anderen gekümmert, dass ich meine vergessen habe. Sprint, ruh deine Hufe aus. Diesmal laufe ich. Ich kann nicht glauben, dass ich so abgelenkt war. Tut mir leid, Kleine. Ich habe dich nicht gesehen. Geht's dir gut? Hast du dich verlaufen? Wo bist du? Bist du Roast? Danessa, wir hörten einen Schrei und ich... Ach, du meine Buntfeder. Wer sind diese hübschen La-La-La-Ladies? Ich grüße euch, Enchantimals auf Wunderwald. Wir sind die Königlichen von der Königininsel und wir brauchen eure Hilfe. Dieser Spiegel ist kein gewöhnlicher Spiegel. Er ist verzaubert. Die Königin kann damit ihr gesamtes Enchantimals-Reich sehen. Auf das Fürsorge und Freundschaft in jedem von uns weiterleben. Ich schätze, Privatsphäre ist hier ein Fremdwort. Rose war so aufgeregt, als sie Wunderwald sah, dass sie einfach in den Spiegel sprang und durch ein verzaubertes Portal fiel. Also deswegen ist Rose auf einmal mitten auf dem Weg aufgetaucht. Wir wussten zwar, dass der Spiegel andere Welten der Enchantimals zeigt, aber wir hätten nie gedacht, dass er ein Portal ist. Oh. Ihr habt also Königin Daviana nie gefunden und eure Zauberkräfte? Sie hat sie uns nie gegeben. Ohne sie sind wir keine große Hilfe. Hey, einen Moment mal. Wir haben sie doch schon. Und wir brauchen sie ganz dringend. Kommt ihr mit zur Königinninsel und sucht mit uns unsere Königin? Natürlich tun wir das. Wir lassen nämlich kein Abenteuer aus. Mädels, ich muss doch noch die ganzen Vorräte für die Sternshow zurück nach Schneetal bringen. Unsere ganzen Outfits, Snacks, die funkelige Festtagsbeleuchtung. Mach dir keine Sorgen, Danessa, Sage und Kelper haben doch das Sternmobil. Du kannst dir sicher sein, dass sie alles rechtzeitig abliefern werden. Siehst du? Sage ist eine ausgezeichnete Fahrerin. Okay, ich helfe euch, die Königin zu finden. Aber nur, solange wir rechtzeitig zurück sind, um die große Aurora im Schneetal zu sehen. Wunderbar, na dann los. Und wie kommen wir zur Königinneninsel? Durch euer magisches Regenbogenportal. Durch unser magisches was? Heißt das, dass dieses magische Regenbogenportal hier im Wunderwald war? Und zwar die ganze Zeit? Normalerweise kriegt Felicity immer alles mit. Dieses Portal erscheint nur in der Gegenwart von königlichen Personen. Also das nenne ich praktisch. Der Letzte, der durch ist, ist eine saure Weintraube.
sollten längst zurück sein. Ich weiß. Vielleicht geht das alles viel zu weit. Nein, halte ich an den Plan. Kommen Sie zurück, werden wir uns um Sie kümmern. Wunderwald Enchantimals? So viel also zu halte ich an den Plan, was? Mach's einfach wie ich. Ich grüße euch, alte Freunde und neue Freunde. Willkommen im Schloss der Königinneninsel. Ich bin Bristol Bunny und diese beiden Hippity-Hoppers sind Spring und Scramble. Ich bin Piola Pony. Dieser stolze Frechdachs ist Petite. Und unsere Zauberanwärterinnen haben jetzt erstmal einiges zu erklären. Ich bereite die Kutsche vor und treffen euch dann dort. Hey, Auszeit! Nur weil die Königin dir einen Kristall aus der Regenbogenkuppel geschickt hat, heißt das nicht, dass sie dort ist. Aber das ist die einzige Spur, die wir haben. Dann gehen Maura und Paulina allein dorthin. Der Rest von uns sollte erstmal den Ort des Verschwindens unter die Lupe nehmen. Dieses Schloss hier. Also gut, wenn du meinst, das halte ich für vernünftig. Gut, wir sind im Nu wieder zurück. Vielleicht in 2 Nus. Oder höchstens 3. Und wenn wir in 4 Nus nicht wieder da sind, dann zünden wir eine Leuchtrakete. Oh, dürfen Spitz und ich auch mit? Wir wollen auch herausfinden, wie man Kuppeln aus Regenbögen bauen kann. Brie, ich bin sicher, das wird dir gefallen. Also, ihr beiden, wo sollen wir suchen? Und dort ist eine Art Schloss? Scheint so, aber die Tore sind nie geschlossen worden. Das sollen sie eigentlich auch nicht. Die Regenbogenkuppel ist ein Ort, an dem jedes Enchantimal Hoffnung, Regenbögen und Trost findet. 24 Stunden am Tag, 365.000 Tage im Jahrtausend. Das klingt aber sehr therapeutisch. Und sehr schön. Brie, kannst du das Schloss verzaubern? Ich werd's mal versuchen. Ich befürchte, dass ich meine Zauberkraft verloren habe. Vielleicht funktionieren Zauberkräfte aus Wunderwald hier nicht. Danke, dass du es trotzdem versucht hast. Ein Versuch war's wert. Blythe hat eine Idee. Blythe, du bist ein Genie. Es gibt 4 Edelsteine von jeder Farbe, außer den roten Stein. Davon gibt es nämlich nur 3. Und weiß es. Moment, wie wäre es, wenn wir alle roten Edelsteine gleichzeitig drücken? Wer von euch kommt da ran? Auf geht's, Winkley! Das funktioniert nicht! Ja, natürlich! Versucht mal, die Edelsteine so zu verschieben, dass die 3 roten in einer Reihe stehen. Ist das normal, Leute? Nein. Das ist wunderstark. Ich glaube, wir sind auf der richtigen Strömung. Ja, du hast recht. Komm jetzt. Lass Königin Daviana nicht zu lange warten. Mädels, seid ihr sicher, dass wir auch wieder zurück können, sobald wir hier durchgehen? Dieser Ort ist verflucht. Ich weiß, wir verlangen von dir, dass du über dich hinauswächst. Ja, klar. Dass ihr über euch hinauswächst. Du bist ein Phönix und du bist ein Drache. Und das Labyrinth hat kein Dach. Yeah.
haben es geschafft. Und du hast nicht einmal unsere Zauberkräfte gebraucht. Ja, du musstest dafür nur du selbst sein. Danke, ihr zwei. Für die Rettung der Königin würde ich alles geben. Aber ich bin froh, dass Rose in unseren Wunderwald gestolpert ist. Ja. Wir auch. Fallon, würdest du uns die Ehre erweisen? Die rostige Tür ist sicher schwer zu öffnen. Königin Daviana! Gracie! Feuerball! Glitterstrahl! Paulina! Maura! Wie seid ihr zur gleichen Zeit wie wir hierher gekommen? Wir haben bei der Regenbogenkuppel ein Portal geöffnet und dann hat es uns auf einmal mitten im Edelsteinlabyrinth abgesetzt. Das Labyrinth ist gar nicht so schwer, wenn man es aus der Luft löst. Irgendeine Idee, wie sie da reingekommen ist? Bristol Bunny und Piola Pony. Bristol und Piola haben sich komisch verhalten, aber wir vertrauen ihnen. Und sie lieben Königin Daviana, und zwar genauso doll wie wir. Ehrlich gesagt würde ich mir wünschen, dass sie uns jetzt helfen könnten. Die Königin und Gracie sind gefangen. Wir müssen sie retten. Nur wie? Ich, Königin Daviana von der Königinneninsel, Herrscherin über alle Enchantimals, etc., etc., ernenne euch hiermit alle zu königlichen Enchantimals. Gutherzige Maura Mermaid, wo immer du schwimmst, mögen dir stets freundliche Gezeiten folgen. Diana Dragon, welche Stürme auch kommen werden, mögen Weisheit und Geduld deine ständigen Begleiter sein. Paulina Pegasus, deine immerwährende Hoffnung und dein grenzenloser Enthusiasmus sollen ein Leuchtfeuer der guten Laune für alle sein. Und zu guter Letzt, Fallon Phoenix, mögen dein großes Mitgefühl und dein Mut für immer deinen feurigen Geist nähren. Und nun wollen wir feiern! Eure Majestät, wieso waren Bristol Bunny und Piola Pony so seltsam? Wir mussten doch den Plan von Königin Daviana geheim halten. Es war alles Teil der Zeremonie. Wir hätten nie erwartet, dass die Zauberanwärterinnen im fernen Wunderwald landen würden. Ja, ich muss zugeben, dass uns eure Ankunft hier vollkommen überrascht hat. Wir hoffen, ihr seid uns nicht böse. Nein, aber natürlich nicht. Lalala, Ladies! Ihr werdet mir niemals glauben, was für schöne Klamotten sie hier haben. Das ist eine königliche Offenbarung. Ich habe mich noch nie so inspiriert gefühlt. Das freut mich. Du kannst jederzeit meinen Kleiderschrank plündern, Petter. Das dürft ihr alle. Von diesem Tag an wird das Regenbogenportal von Wunderwald zur Königinneninsel für immer geöffnet sein. Vielen Dank. Schön. Dinessa Dia, denkst du gerade an die schimmernde Schneeflockensternshow in Schneetal? Es ist mein Job, diese Dinge zu erkennen. Du warst so fleißig, damit die Show dieses Jahr ausgezeichnet wird, nicht wahr? Ja, aber es ist zu spät. Selbst wenn wir durch deinen Spiegel zurück nach Wunderwald kommen, werden wir Schneetal niemals rechtzeitig zur Aurora erreichen. Dinessa habe ich noch nicht erwähnt, dass der Spiegel dich direkt nach Schneetal führt? Wer von euch will die Aurora bei der schimmernden Schneeflockensternenshow sehen? Ihr Flieger, steigt auf! Und der Rest von euch kann in der königlichen Kutsche fahren. Seid ihr alle bereit? Sind wir, Eure Majestät. Der Letzte, der durch ist, ist eine saure Traube. ¡Por fin en casa! ¡Ah! ¡Hola a todos! Yo soy Felicity Fox y ella es mi compi exploradora Flick. ¡Hola! Acabamos de volver de una semana de aventuras y vaya que bien lo hemos pasado, ¿verdad, Flick? ¡Sí! ¡Venga, pasad y os contamos todo lo que hemos hecho! Hoy nos hemos bañado en el mar.
de excursión al desierto. Ha sido un buen sitio para parar a comer. Y luego nos hemos ido a escalar la cima de la montaña Serena. Nos pareció que iba a ser muy difícil descender escalando. Así que usamos un medio divertido. ¡Un paracaídas! Ha sido un día súper especial y estoy impaciente porque llegue mañana. Hasta entonces, recordad, la aventura está en todas partes. ¡Buscadla! La magia de las hojas. A Felicity y a Flick les van a encantar nuestras zanahorias al grill y la tarta de zanahoria de postre. ¡Mira! ¡Oh, no! ¿Qué ha pasado con las zanahorias? Tardarán semanas en volver a salir. Oh, ¿y qué hacemos? No sé, Twist. ¿Qué vamos a hacer con tantas hojas, Flick? Bueno, si no puedes con ellos, ¡únete! ¡Ha sido divertido! Pero aún hay que amontonar las hojas. ¡Felicity! ¡Flick! Tenemos que anular la cena de hoy. Vaya, va a ser que hoy no es nuestro día. ¿Qué quieres decir? Tenemos un montón de hojas y no hay dónde meterlas. ¡Oh! Yo tengo la solución perfecta para nuestros problemas. ¡Abono! Nada como unas hojas húmedas para acelerar el crecimiento. Pero la verdura aún tardará días en salir. Seguimos sin tener ingredientes para la cena. Siento haberos fallado a todos. Pobre Bree. ¿Y si le haces un hechizo? ¿Cómo no he caído antes? Un hechizo podría animarla. ¡Vaya! Ese abono ha hecho maravillas. No pensé que mis verduras pudieran crecer tan rápido. ¡A comer! ¡Vestido para triunfar! La boutique Pluma Actual echa el cierre por hoy para que tengas tiempo de ensayar las canciones del gran concierto de esta noche. Vamos a calentar la voz. ¿Cómo? Oye, no te he oído, Flap. Flap, ¿estás algo nervioso por la actuación de hoy? Todos tenemos pánico escénico a veces, hasta yo. Y ya sabes qué hago cuando estoy nerviosa. ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡Ah! ¡Ya lo tengo! No hay nada como un buen toque de elegancia para conseguir dar seguridad a un amigo. ¡Demos paso a los accesorios! ¿Accesorios? No, creo que estos accesorios no te pegan. Pero se me ha ocurrido algo que puede ser mejor. Si es que no sé en qué estaba pensando. Estás perfecto tal y como eres. ¿En serio? Ajá, así que no te pongas nervioso. Twist, pásame el martillo. ¿Ah? Hola, yo soy Bree, diseñadora técnica jefe, inventora y cocinera a vuestra disposición. Ella es Twist, mi ayudante de diseñadora técnica jefe y cocinera. ¡Hola! Estamos muy contentas con nuestro aparato prepara sándwiches de creación propia. Venga, Twist, vamos a probar esta maravilla de la técnica. ¡Ah, vale! Vaya, va un poco lento para mi gusto. Vamos a subir un poco la velocidad. Vale. ¡Cebolla va! ¡Es mía! ¡Ah! ¡Qué reflejos! Como yo siempre digo, un amigo de verdad es alguien que te tiende la mano y te toca el corazón.
Nunca me hubiera esperado esto de vosotras, chicas. Y menos en el día de vuestros encantamientos. El espejo real mágico no es un portal para irse de fiesta. ¿De quién ha sido la idea? ¡Mía! ¡He sido yo! ¡Ella no! El acusado ha confesado. Chicos, ¿cómo declaráis al acusado? Ya basta, Spring. Bristol, Viola, perdonadnos, pero tenemos un problema más grave. La reina Daviana y su mascota real, Gracie, han desaparecido. ¿Desde cuándo? Desde la ceremonia de encantamientos. Cuando vinimos a por nuestros encantamientos, la reina había desaparecido. Eso no tiene mucho sentido. Sí, es extraño. Muy, muy extraño. Estas dos son siempre tan misteriosas. No, normalmente son muy divertidas. ¿Sabéis? La reina Daviana estuvo muy, muy rara ayer. ¿Rara? ¿En qué sentido? Y me dio esto. Sí, ¿qué creéis que significa? Pues es obvio. Seguro que esto es de la cúpula del arco iris. Quizá la reina esté allí. Solo hay una forma de averiguarlo. ¡Buena idea! Coge la piedra e id ahora mismo. Viola y yo prepararemos la carroza y os veremos allí. Un momento. Que la reina te haya dado una piedra de la cúpula del arco iris no significa que esté allí. Pero es la única pista que tenemos. Maura y Paulina pueden ir a la cúpula. El resto deberíamos de investigar el lugar de la desaparición. Este castillo. Supongo que es bastante sensato. ¡Genial! Volveremos en un plis. Tal vez en dos. O en tres como mucho. ¡Si no volvemos en cuatro! Iremos a buscaros. ¿Podemos ir Twist y yo? Queremos saber cómo se construyen cúpulas con arcoíris. ¡Bri, te va a encantar! Tú estás al mando. ¿Qué hacemos nosotras? ¿No es emocionante, compas? ¡Es nuestro primer viaje a bordo del bote selva! ¡Toca la bocina! ¡Orden! ¡Venga! ¡Que suene la bocina! ¡Yo me la he tragado! ¿Que te la has tragado? ¡Hola! ¿Permiso para subir a bordo, capitana? Permiso concedido. ¡Vamos! ¡Que cabemos todas! Bien hecha, compas. ¡Adiós! Próximo puerto, la gran inauguración del café de selva mágica de Junglewood. ¡Bien! ¿A qué es maravilloso? Sí, qué tranquilidad. Sí, es como ir al spa en el río. ¡Cuidado! ¡Una roca gigante! ¿Qué roca gigante? Salvo.
Menos mal. Nunca me había separado de Twist. Ya, yo tampoco de Caper. No os preocupéis, chicos. Parece que el río se une de nuevo arriba justo después de... ¿Los rápidos? ¿Rápidos? ¿Rápidos? Perdón. Ay, pobrecitos, espero que estén bien. Retrato de una aventura. Un retrato de acción, Flick. ¿Parezco más aventurera de esta forma o de esta otra? ¡De esta! ¡Y ahora quieta! Oh. ¡Ya sé cómo captar mi espíritu aventurero! ¿Te acuerdas de aquella inmersión en el arrecife? Ajá. ¡Nadamos durante horas! Nos salió arena de las orejas durante días. ¡Oh! ¡Y vimos tantos peces! ¡Grandes, pequeños! ¡Oh, y espera! ¿Y esa vez que cogimos la mochila y nos fuimos? ¡No! ¡A la montaña! Y escalamos, y escalamos, y escalamos, y bajamos en paracaídas. ¿Te acuerdas? Saltamos de pico escarpado al vacío. ¡Qué vistas tan bonitas! Éramos como aves flotando por las nubes. Fue una aventura increíble. ¡Oh! ¿Sabes cómo quedaría mejor? ¡Haciendo tiro con arco o esgrima! ¿Y sabes cómo podría quedar mejor aún? ¡Espera! ¡Listo! ¡Oh! ¡Déjame ver! ¡Qué pasada! ¡Está en movimiento! ¡Como yo! ¡Sí! ¡Nanas para dormir! ¡Qué tema más chachi! Tengo que tocárselo a Caper. ¡Estoy componiendo! ¡Oh! ¿Dónde se habrá metido? ¡Solo quiero oler lo que huela súper bien! ¡Fresas, luz del sol y hierba! ¡Y ahora entra el solo de batería! Caper, ¿dónde estabas? ¡Quería momir un rato! ¿Qué has dicho? ¡Que quería momir un rato! ¿Dormir? ¡Sí! ¡Aún no lo sabía! ¡Perdona! Ya verás cómo vas a dormir como nunca. ¡En serio! Lo que tú necesitas es una nana. Caper es muy tierna. Es tan tierna que... Sí. Azul ya puede irse, don carpintero. Mejor deje la madera petrificada durante un tiempo. Oh, bien, Sprint. Es hora de cerrar. ¿Qué pasa? Oh, nada, nada. ¿Por qué no recoges la consulta? Sí, vale. No quiero preocupar a Sprint, pero tener la lengua amarilla no puede ser normal. Labios, colas, dedos, lenguas. Oh, muy mal, pero que muy mal. ¡Ya está! ¡Oh! ¡Uy! ¡Qué torpe estoy! ¡Ah! ¡Mira, una nave! ¿Una qué? Me lo habré imaginado. ¿Puedes rellenarlo de algodones? De acuerdo. Tratar urgentemente si tiene una lengua verde chillón. ¡Vaya! ¡Es peor! Veamos, no se alarme si la lengua no se vuelve... ¡Azul! ¡Ay, no! ¿Una pirueta? Por eso se te ha teñido la lengua de azul. Ajá, por eso. ¡Qué susto me has dado! Creía que estabas malito. Creo que lo estoy.
Un atracón de piruletas, ¿no?